Was gibt es Neues heute? Ja, wieder mein Zitronentee. Kein Rant diesmal, obwohl eigentlich könnte ich ranten, weil es geht um eine 10 Jahre alte kritische Lücke in einer Linux-Kernel-Kryptofunktion, die entdeckt worden ist. Glücklicherweise, so schreibt ihr Heise, ist die Lücke erst ausnutzbar mit Kernel Version 4.10. Aber wenn ich jetzt hier mein Terminal mal aufmache, ich habe schon Version 4.20.11. Das ist die Version, die am 20. Februar herausgekommen ist. Wenn ich hier auf meine schlaue Uhr gucke, haben wir gerade den 21. Ist die denn auch betroffen? Ja, leider schon. Und das ist eine Lücke im Linux-Kernel, die zunächst einmal den Anschein hat, nur für Kryptofunktionen anfällig zu sein. Das heißt, ja, müsste ich mich eigentlich ja gar nicht mich großartig mit beschäftigen, weil Krypto benutze ich ja eigentlich nicht. Oder etwa doch? Ja, leider benutzen wir das an der einen oder anderen Stelle dann doch, dieses Krypto-Zeugs. Auch wenn wir das gar nicht vielleicht so direkt wahrnehmen. Ja, und das kann dann zu einem großen Problem werden. In dem Fall sieht es so aus, dass die Gefahrenstufe von 9,8 auf 10 erhöht worden ist beim NIST, dem National Institute of Science and Technology der US-Behörde. Also, das heißt auf kritisch. Ihr müsst also alle in Panik geraten. Das Problem ist eben, dass alle Linux-Kernel betroffen sind ab Version 2.6. Das ist also schon mehr als 10 Jahre her, würde ich mal sagen. Und einschließlich auch meiner Version 4.20.11, also die aktuellste, die neueste Version. Angreifbar sind allerdings nur Versionen ab 4.10. 2.6er Kernel, was ist das Problem? Dieses Modul AF-AG wurde dort eingeführt und das hat eben diese komische Sicherheitslücke. Aber die Ausnutzung dieses Fehlers ist erst mit der Version 4.10 möglich, weil da irgendwie was gemacht worden ist, was einem ermöglicht, dann diesen Fehler auch auszunutzen. Was genau könnt ihr im Heise-Artikel nachlesen? Werde ich auch verlinken diesmal. Am letzten Mal hat ja einer gemeckert, dass ich da nichts verlinkt habe. Ich denke, meine Links funktionieren gut. Das dazu. Ja, ansonsten kann ich euch empfehlen, noch anschließend zum letzten Vlog, den ich so gemacht habe, zum Thema Netzpolitik und Artikel 13, eine wunderbare Zusammenfassung der EU-Urheberrechtsreform und das absolute Unverständnis des Axel Voss, den Hauptverantwortlichen für eben diese Urheberrechtsreform, der das Ganze durchgedrückt hat. Ein super Artikel, der das Ganze mal zusammenfasst, auch mit einem kleinen Videochen. Und der den Blödsinn, den der Mann von sich gibt, erst einmal die Inkompetenz, die er ausstrahlt, auch nochmal in Textform gießt. Aber ihr könnt also für die Faulen unter euch, ihr könnt das auch als Videoform genießen. So wie natürlich auch diesen Vlog hier. Ja, also kann ich nur durchaus empfehlen, werde ich natürlich auch verlinken. Dann noch was ziemlich Interessantes für all diejenigen, die den Samsung-Event miterlebt haben, miterleben konnten gestern Abend. Ich fand das ja recht spannend, wie man es schafft, ja, erst einmal den Versuch zu wagen, Apple so ein bisschen nachzumachen mit so einem Event. Dann fand ich das recht spannend zu sehen, wie das durchaus vollends in die Hose gehen kann, dadurch, dass die Leute da also gefühlt sehr deutlich gespielt haben. Und ich glaube, der Einzige, der da nicht gespielt hat und authentisch rüberkam, war der Chef von Samsung, der auch, also DJ heißt er, glaube ich, mit Vornamen, was ein geiler Name ist, würde ich mal sagen. Also wenn jemand schon DJ heißt, dann hat er also wirklich schon meinen Respekt verdient. Das war der Einzige, der so ein bisschen authentisch rübergekommen ist. Man hat auch gemerkt, er hat ein paar vorgefertigte Sätze vorgelesen und vorgetragen. Aber der war so ein bisschen authentischer als der Rest der
Truppe, die da irgendwie was vorgestellt hat. Der Rest hat irgendwie streng nach Programm, Vorschrift das gemacht. Und da fehlte so ein bisschen die Lockerheit. Ein bisschen was lockerer sein, das würde euch besser gut tun. Nun ja, was die Preisexplosion wieder angeht, die haben jetzt 3 Modelle eingeführt, weil sie haben irgendwie gemerkt, ja, vorher, wir hatten ein billiges Modell, ein teures Modell. Ja, aber was machen wir jetzt? Unser billiges Modell ist jetzt schon so teuer wie damals unser teures Modell. Ja, dann müssen wir ein noch billigeres Modell einführen, was dann noch weniger Features hat, aber als Premium verkauft wird und unter der gleichen Marke verkauft wird. Und so haben sie das, wie heißt es, Galaxy 10e jetzt rausgebracht, glaube ich noch nicht. Was soll ich von der ganzen Schose halten? $750, das heißt etwa 750 Euro, weil wir wollen ja richtig umrechnen. Mondpreise. Und dann geht es ja natürlich rauf mit dem normalen Galaxy S10, das dann, glaube ich, 800 irgendwas oder 900 kostet. Und dann geht es ja noch eine Stufe höher, über 1000. Und dann kommt ja der Oberknüller Nummer 1, das Fold. Da haben ja alle gedacht, endlich mal Samsung und Innovation, etwas Klappbares. Ja. So interessant und innovativ dieses Klappdisplay von innen aussieht, ohne dass man da ein Scharnier innen drin sieht, wie es Sharp und auch ZTE bereits schon mal gezeigt haben. So bescheiden ist dann doch das, wenn man es zuklappt und dann hat man dieses 6 oder fast 7 Zoll große Gerät in der zugeklappten Fassung, dann natürlich etwas kleiner, aber von der Höhe natürlich genauso. Und dann starrt man nicht auf einen 6 Zoll Monitor vorne drauf oder 5 Zoll oder 6, schieß mich tot, sondern auf 4,8 oder was waren es, 4,6. Ich weiß es nicht. Also so ganz mickrig klein und du denkst so, das ist ja auch mal eine Innovation, ne? Anstatt die Displayränder aller kleiner zu machen, wollen wir Sony überholen, indem wir die Displayränder dreimal so groß machen. Das heißt, die hätten da unten und oben, wenn man das zusammentut, nochmal ungefähr genauso viel Platz, wie das Display von außen groß ist. Das ist auch schon mal eine Kunst, ne? Nun ja, was haltet ihr von der ganzen Geschichte, von der ganzen Chose? Was haltet ihr von diesem Vlogging-Style, den ich jetzt versuche, ja, so ein bisschen einzuführen? Also eine Art Feierabend-Blog. Vlog. Blog wäre schriftlich. Ich bin zu faul, um was zu schreiben. Vlog. Also wo ich einfach nur in die Kamera reinbröde. Was haltet ihr davon? Schreibt mir das unten rein, liken und abonnieren, falls ihr es mögt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.